Cello, meine Damen und Herren, es gibt gute Neuigkeiten. Vor 14 Tagen haben wir 3 neue Overwatchers diesem Experiment hinzugefügt und alle 3 Suspects wurden gebannt. Und darüber hinaus ist noch mehr passiert, das habe ich alles vorbereitet und das schauen wir uns jetzt an. Und ab dafür. Also, das ist das Profil des ersten Suspects, der wurde vor genau 9 Tagen gebannt. An sich kann man ja nicht viel erkennen, man sieht direkt, das ist wohl ein Cheater-Account oder zumindest ein Smurf-Account, weil hier sonst nichts drauf ist. Das ist das Profil des zweiten Suspects, der wurde vor 12 Tagen gebannt. Auch hier kann man nicht allzu viel erkennen, also es sieht wie ein reiner Cheat-Account aus. Und darauf folgend haben wir noch den dritten Suspect. Dessen Account ist schon so ein bisschen fetter, aber jetzt auch nicht wirklich krass. Also man sieht hier nach wie vor, dass das wohl eher vielleicht sogar ein Troll-Account ist, ne? Schön Matchmaking betreiben, naja. Der wurde vor 10 Tagen gebannt. Und hier ist der Unterschied zu den anderen, dass er sogar einen Overwatch-Bann bekommen hat. Also der wurde tatsächlich wegen dem Overwatch gebannt. Die anderen wurden einfach gewackbannt. Das ist bis jetzt schon mal ein sehr schönes Ergebnis, dass 100% der Suspects gebannt wurden, die wir uns vor 14 Tagen angeschaut haben. Ich habe da aber noch was vorbereitet. Und zwar habe ich mir die Demos komplett angeschaut und alle Spieler überprüft. Und da haben wir doch noch 3 weitere Leute, die auch weggebannt wurden. Und zwar einmal ihn hier aus den Niederlanden. Der wurde vor 4 Tagen gebannt, also das ist noch recht frisch. Das ist ein normaler Wackmann, kein Overwatch-Bann. Dann noch hier unseren russischen Freund mit Level 1 und einem Bann seit 9 Tagen. Und zu guter Letzt, und das ist schon mal ein kleines Bröckchen, würde ich sagen, haben wir Ihmchen hier. Der hat auch einen Wackbann erhalten, ist seit 8 Tagen gebannt und hat eben auch ein paar Skins, die wir uns jetzt noch anschauen. Das sind jetzt natürlich keine ultimativ teuren Skins, aber nichtsdestotrotz haben wir hier eine Vogue. Eine Monster-Mashup, die auch sehr sweet ist. Hier drüben haben wir noch, wartet mal, was war denn da noch gelegen? Hier so eine Farmers war es, glaube ich, genau. Einmal diese Farmers Stings, die ist in Factory New sogar ein bisschen was wert. Ja, die, alleine die ist schon nicht schlecht. Eine Torque, gut, die ist nicht so besonders. Eine Ateris, auch nicht viel wert, sieht aber lecker aus. Also er hat ja schon ein bisschen was rumliegen. Ach guck mal, hier ist auch noch eine Mecha Industries. Also ich würde mir alleine für die beiden hier vorne schon in den Arsch beißen, weil die halt wirklich sehr geil sind. Also wir können uns auch mal kurz direkt hier angucken. Die ist schon wirklich edel. Und dann noch die oben drauf. Aua. Somit haben wir also 3 gebannte Suspects, von denen einer einen Overwatch-Bann bekommen hat, die anderen beiden Wackbans bekommen haben und nochmal 3 Cheater darüber hinaus, die weggebannt wurden. 6 Leute gebannt ist schon ganz angenehm. So, Dille, und jetzt werden wir uns 3 neue Fälle hinzuholen und uns die anschauen, gucken, was die so treiben. Und ich werde dann auch langsam, aber sicher die alten Fälle halt dann loswerden. Also die von vor 3 oder 4 Wochen, die werde ich dann Stück für Stück löschen. Also da gucke ich jetzt nicht noch ewig nach, wer da halt jetzt wann wie gebannt wurde. Irgendwann müssen wir das ja auch abschließen. Der Fall wird ultra schnell runtergeladen. Was kriegen wir hier jetzt zu sehen? Aha. 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 Okay. Und ab dafür. Hier wissen wir ja Bescheid. Der fliegt hoffentlich so bald wie möglich weg. Ich wünsche mir hier bitte auch einen, der am besten heute direkt seinen Mann bekommt. Dankeschön. Nächster Fall. Go, 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 go. Hallo? Ich war gerade ewig. Hä? Na also, es geht doch. Es war jetzt bald eine Viertelstunde. Jetzt aber mal, ja, bin er hier. Okay. Wenn man die Fälle sieht, ist es gar nicht verwunderlich, dass die halt logischerweise alle weggebannt werden, oder? Wenn sie alle am Reinkacken sind. Aber auf der anderen Seite hatten wir auch schon oft genug Spinbotter-Fälle, die nicht gebannt wurden. Also, es ist ja immerhin ein Plus, dass halt die zumindest vom letzten Mal alle gebannt wurden. Däumchen drücke, dass es weiterhin so ist. Ich glaube, ich habe heute zu viel gemacht oder sowas. Keine Ahnung, ich kriege keinen mehr. Ich habe vorhin, während ich die Daten alle zusammengefasst habe und halt die Screenshots gemacht habe und hin und her, habe ich halt immer wieder Fälle im Hintergrund durchlaufen lassen. Und es waren immer Kackfälle, immer irgendwelche Spinbotter. Mit der Hoffnung oder auf der Jagd nach einem guten Fall. Und jetzt kriege ich keine mehr oder was, weil ich jetzt schon 10 Fälle gemacht habe, hä? Na also, es geht doch. Und bekommen wir jetzt vielleicht einen Fall geschenkt, der nicht ekelhaft ist? Oh, oh Gott. Wingman of Lake, Jahrzehnte nicht mehr gesehen. Und der Kerl guckt noch geradeaus, ich fasse es nicht. Also, Warm-up ist langweilig, da gehen wir mal in Runde 1. Achso, ich kann ja keine Runden springen, ja. Dann Hayabina mal rein, mein Fräulein. Hm, sah irgendwie merkwürdig aus. Auch wenn er verkackt hat, sah sein Aim auf die Rübe merkwürdig aus. Wir gucken weiter. Madagaskar steht da vorne, oder wie heißt er? Manatee. Manatee. Wow. Demo-Fehler oder Zuckerlei? Das sah wieder vollkommen normal aus. Aber eben ist er einmal so komisch rumgewackelt. Das ist ein guter Punkt, ja. Da würde ich auch stehen bleiben, am Stein. Hm? Der stellt doch irgendwas ein, der Ekelhafte. Ja, okay, er wusste zumindest schon mal genau, dass er da ist. Also, Wallhacking could be. Er war sich extrem sicher, dass er da jetzt rechts auf einmal vorbeikommt. Er steht wieder genau hier, selbe Stelle, selbes Spiel. Der Feind geht, ah nee, geht er diesmal doch über links? Nee, er kommt wieder von rechts. Oh, Achtung, Achtung. Ah, nee, er geht vorbei. Mal schauen, ob mich das Suspect das auch rafft.
Okay, das schien jetzt nicht so, als wenn er voll hardcore wüsste, wo der ist. Und er hat auch wieder nach rechts geguckt, so wie vorhin auch, also. Hm. War vielleicht auch nur Zufall? Wir gucken. Mhm. Er macht auf jeden Fall nicht viel. Wenn ich der Mitspieler wäre, hätte ich gesagt, wenn du jetzt nichts machst, dann drücke ich den Grief rein. Und vielleicht ist es das auch, was hier passiert, weil da steht schon wieder nur rum. Ah, ne, da ist er wieder. Okay, das sieht komplett merkwürdig aus. Sag mal, haben wir hier wieder den Fake-Ding am Start? Hat er sich gerade mehrfach nach hinten gedreht? Wir gucken nochmal ganz kurz. Es sieht so aus, dass immer, wenn er antriggern will, dass er dann sich umdreht und nach hinten guckt. Oder geguckt wird durch den möglicherweise Fake-Cheat. Ja, es sieht komisch aus. Diese Zappler sind immer noch da. Dass es für eine Trillisekunde sich umdreht für ihn. Oh, das wäre natürlich geil. Weißt du, er steht da und will dann dauernd fixen und denkt sich, warum geht das nicht, warum geht das nicht? Warlock funktioniert. Gretel hat in dem Fall auch gesagt, Fake-Cheat könnte sein, aber wahrscheinlich eher nicht, weil dann würde doch auch der Warlock nicht funktionieren. Beziehungsweise er weiß wiederum nicht, und das weiß ich auch nicht, inwiefern eben Cheats überhaupt zusammen benutzbar sind. Also kann man einfach Cheats kombinieren? Wahrscheinlich schon. Beziehungsweise wahrscheinlich gibt es Cheats, die kombinierbar sind, andere nicht. Hier sieht es auf jeden Fall so aus, als wenn er schon wüsste, wo die Gegner sind. Ne, er guckt sie ganz genau an, also der hat einen Warlock auf jeden Fall. Aber diese Aim-Unterstützung hat zumindest bis eben nicht funktioniert. Vielleicht klappt es jetzt ja. Aber das sieht alles doch noch ziemlich selbst erspielt aus. Wobei das ja hier auf Lake, gerade mit Warlock, halt sehr, sehr einfach ist auch. Du weißt halt genau, wo die Cities rumdackeln. Wenn sie versuchen, sich zu verstecken, auch hier in dem Fall, aber gut, er hat einen Autosnipe, kannst du... Guck mal, er dreht sich wieder um. Ich glaube, das ist schon wieder der... ich glaube, das ist schon wieder der Fake-Ding. Das war jetzt viel zu kurz, viel, viel zu kurz. Aber das sah merkwürdig aus. Also immer, wenn er sich rumgedreht hat, kann aber einfach ein Fehler von dem Hack an sich gewesen sein. Ein veralteter Hack, ein billiger Hack, was weiß ich. Oder halt ganz am Ende auf der Liste der möglichen Geschichten ein Fake-Hack. Das wäre jetzt sogar richtig sweet hier zum Beenden des Videos, wenn wir genau wüssten, dass der letzte hier einem Fake-Cheat zum Opfer gefallen ist. Das wäre geil. Alles klar, dann sehen wir uns morgen im nächsten Livestream um 18 Uhr, Mittwoch nächstes Video. Vielen Dank für die Likes, für die Kommentare und so weiter und so fort. Und natürlich ein großes Dankeschön an meine Patreons und Kanalmitglieder. Ich esse jetzt mit euch geschwind ein Stück Eis. Mm. Mhm. Thank you, girl.